Flux FM in digitaler Gesellschaft. Sag mir, wohin du fliegst und ich sage dir, was du gegessen hast und wie deine Reiseroute aussieht. Ja, eigentlich, wer du bist. Klingt komisch, aber das alles und noch viel mehr. Reisedaten werden über euch gespeichert und analysiert, noch bevor ihr im Flieger sitzt. Das Zauberwort heißt Fluggastdatenspeicherung. IP-Adresse, E-Mail, Reiseziel. Das ist nur ein Teil der rund 60 Daten, die für 5 Jahre gespeichert werden im sogenannten Passenger Name Record. Zu Deutsch Fluggastdatensatz. Kontaktdaten, Reiseroute, Essenswünsche, sogar mit wem man unterwegs ist. Es kommt alles mit rein. Für Flüge in die USA oder Australien ist das schon Standard. Was Ähnliches könnte auch bald für Flüge in und nach Europa kommen. Massenhafte Vorratsdatenspeicherung von jedem Passagier. So sollen Terrorismus und Kriminalität bekämpft werden. Ja, Volker Tripp von der Digitale Gesellschaft e.V. ist wieder bei uns zu Gast. Ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grundrechte und Verbraucherschutz im digitalen Raum einsetzt. Volker, erstmal schön, dass du hier bist. Grüße dich. Hallo. Der Grund, warum wir über Fluggastdatenspeicherung heute sprechen, ist ja die Verhandlung gestern vor dem EuGH zu dem Fluggastdatenabkommen mit Kanada. Worum ging es da genau? Die Europäische Union hat ziemlich lange verhandelt mit der kanadischen Regierung über den Austausch von Fluggastdaten. Dieses geplante Abkommen, was noch nicht in Kraft ist, sieht eben vor, dass bei jedem Flug zwischen der EU und Kanada bis zu 60 Einzeldaten pro Person gespeichert werden. Darunter eben solche ganz allgemeinen Daten wie Name, Adresse und so weiter, aber eben auch relativ sensible Daten, wie zum Beispiel die Essenspräferenzen, aus denen sich zum Beispiel ableiten lässt, welche Religionszugehörigkeit jemand hat. Und diese Daten sollen dann in Kanada bis zu 5 Jahre lang gespeichert werden und eigentlich ständig dafür benutzt werden, um sie mit anderen Datenbanken abzugleichen, um damit Profiling-Maßnahmen, auffällige Verhaltensmuster bei Personen zu finden und im Grunde, das sagt auch die EU-Kommission ganz deutlich, um neue Verdächtige zu generieren, die man bisher noch gar nicht kannte. Wow, da sagt man süß oder salzig und weiß gar nicht, was man alles über sich verraten hat. Wieso befasst sich nun gerade der EuGH mit diesem Abkommen? Hat da jemand geklagt? Nee, da hat niemand geklagt, sondern das Europäische Parlament, was diesem Abkommen zustimmen muss, hat doch im November 2014 ganz erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit dieses Abkommens mit den europäischen Grundrechten gehabt. Warum hat es das gehabt? Es gab wenige Monate vorher eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten und da hat der EuGH ganz deutlich gesagt, anlasslose Massendatenspeicherungen sind verboten und daraufhin haben die Abgeordneten mehrheitlich gesagt, also so PNR-Daten ist da auch eine anlasslose Massendatenspeicherung, kann das denn dann zulässig sein? Und um jetzt mal da eine genaue Auskunft zu bekommen, sind die eben hingegangen und haben gesagt, lieber EuGH, mach uns doch mal ein Rechtsgutachten, überprüf doch mal bitte, ob dieses geplante Abkommen überhaupt mit europäischen Grundrechten vereinbar ist. Okay, also werden zig Millionen Daten anlasslos von jedem gesammelt und gespeichert. Mal angenommen, der EuGH kommt jetzt wirklich zu dem Ergebnis, dass dieses Abkommen gegen Grundrechte verstößt. Was hätte das dann zur Folge? Also unmittelbar bedeutet es eigentlich nur, dass das Abkommen dann so erstmal nicht geschlossen werden könnte, sondern entweder man müsste dieses Abkommen ändern, so dass denn nach der Kritik des Gerichts überhaupt noch möglich ist, oder man müsste das europäische Recht ändern. Das wird aber relativ schwierig, beispielsweise wenn ein Verstoß gegen Grundrechte vorliegt, wird man nicht hingehen und die europäische Grundrechtecharta ändern. Aber das wären prinzipiell die beiden Möglichkeiten. Das ist so die unmittelbare Auswirkung, die dieses Gutachten oder diese Entscheidung des EuGH hätte. Darüber hinaus kann diese Entscheidung aber noch ganz erhebliche politische Strahlkraft und Signalwirkung entfalten. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von anderen PNR-Projekten auf europäischer Ebene. Es gibt bereits solche Abkommen, wie das jetzt mit Kanada geplant ist, auch mit den USA und auch mit Australien. Und in der Mache ist gerade ein EU-weites PNR-System, wo es eben darum geht, alle Flüge in die EU, alle Flüge aus der EU raus und auch alle Flüge innerhalb der EU zu speichern, also die PNR-Daten für diese Flüge zu erheben. Ja, du hast gerade schon USA und Australien auch erwähnt, mit denen gibt es ja schon dieses PNR Passenger Name Record und außerdem liegt dem Parlament gerade eine Richtlinie für ein europaweites PNR-System zur Verabschiedung vor. Würde sich denn diese EuGH-Entscheidung auch
darauf dann auswirken? Genau, also nicht unmittelbar juristisch, aber eben politisch. Denn angenommen, der EuGH sagt jetzt, und das sah nach der gestrigen Verhandlung doch tatsächlich so aus, die Richter haben da sehr kritisch gefragt, also angenommen, der EuGH sagt jetzt, diese Art von Massendatenspeicherung von anlasslosen, verdachtsunabhängigen, mehrjährigen Speicherungen personenbezogener Daten, die verstoßen gegen europäische Grundrechte. Dann wird es natürlich in politischer Hinsicht sehr, sehr schwierig werden, dieses EU-PNR zum Beispiel durchzudrücken, denn das ist ja im Kern ganz genau dasselbe. Mhm. Ja. Was ist da genau der Stand bei dieser Richtlinie, bei der EU-PNR? Ja, die ist im Grunde auch durch das Gesetzgebungsverfahren durch. Es fehlt jetzt nur noch die Zustimmung des Parlaments. Und da machen jetzt momentan vor allen Dingen konservative Kräfte enormen Druck. Sie möchten das so ein bisschen vor dem Hintergrund der Anschläge von Brüssel, aber eben auch vor dem Hintergrund jetzt dieser sehr, sehr kritischen Verhandlung vor dem EuGH möglichst schnell durchdrücken. Denn sie wissen ganz genau, ist es einmal zu dieser Entscheidung des EuGH gekommen, dann wird das im Grunde gar nicht mehr möglich sein. Dann werden sie das politisch kaum noch durchkriegen. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen so ein Wettlauf gegen die Zeit. Man versucht das jetzt unheimlich viel Druck zu machen. Und es könnte sein, dass das sogar schon in der nächsten oder übernächsten Woche tatsächlich im Parlament aufschlägt. Ah, okay. Na, dann werden wir da mal ein Auge drauf haben. Wenn man jetzt selber sagt, Fluggastdatenspeicherung, ich will mich dagegen wehren oder mich zumindest irgendwie dagegen engagieren, da habt ihr doch bestimmt von der Digitale Gesellschaft e.V. einen Tipp. Ja, wir haben tatsächlich eine Aktion ins Leben gerufen, und zwar eine Videoaktion, an der sich jeder beteiligen kann, wo wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man jetzt selber nicht weiß, wie man so ein Video machen soll. Bei uns auf der Seite findet man einiges dazu auf unserem YouTube-Kanal, und es haben schon ganz prominente Unterstützer Videos beigesteuert, zum Beispiel der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar oder auch so Redakteure von Netzpolitik.org, Redakteurinnen, also Konstanze Kurz zum Beispiel oder Anna Biselli haben bereits Videos gemacht, und man braucht dafür nicht viel, man kann es notfalls mit dem Handy machen. Die notwendigen Informationen dazu findet man auf unserer Seite, und wir fassen das Ganze dann sozusagen in einer Playlist zusammen und übergeben das dann dem Europäischen Parlament, um eben so auf die Abgeordneten einzuwirken und klarzumachen, die Bevölkerung möchte diese Art der Massendatenspeicherung auch nicht. Mhm. Wir findet die ganzen Sachen auf digitalegesellschaft.de. Volker Tripp war heute bei uns zu Besuch. Ihr wart sozusagen in bester digitaler Gesellschaft. Wir haben über die Fluggastdatenspeicherung gesprochen. Schön, dass du für uns da mal wieder Licht ins Dunkel gebracht hast. Gerne. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn du sagst, kann sich in den nächsten Wochen auf jeden Fall spannend werden, ja, und vielleicht sogar entscheiden, ne? Ganz genau. Sind wir mit euch da weiter mit am Ball. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Tag noch. Danke.